Hallo und herzlich willkommen zu Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Migration. Viele von ihnen leben seit Jahren in Deutschland und das unter Bedingungen, die wir uns nur schwer vorstellen können. Die Rede ist von Asylbewerbern. Ein Leben im Wartezustand, in Heimen ohne Recht auf Arbeit oder Bildung. Und dabei warten die meisten vergeblich. Im Jahr 2012 waren in Deutschland nur 1,2% der Asylanträge erfolgreich. Viele Flüchtende wollen ihre Lebenssituation nicht länger akzeptieren. Im Oktober 2012 organisierten sie einen 600 Kilometer langen Protestmarsch nach Berlin. Dieser zog weitere Proteste nach sich. Draufsicht war vor Ort und hat das Flüchtlingscamp am Oranienplatz besucht. Etwa 125 Flüchtlinge leben zurzeit auf dem Oranienplatz und in einer leerstehenden Schule, die sie besetzt haben. Das Camp auf dem Oranienplatz ist die Zentrale für ihre Treffen. Hier finden auch Pressekonferenzen und andere Veranstaltungen statt. Obina aus Nigeria betreut heute das Infozelt. Since 2 years I'm here, and here not we are in the home. Our home is not good for me to stay. But this Berlin here in the tent is better than home to sleep in the home, because we have a good life here. We talk with so many people, different type of people. So here is better than in Heim. Biz Lagalar ziyaret yaptık yolda. Çok kötü koşullarda yaşıyordu orada insanlar. İzolasyon sistemi vardı. 10 yıl, 15 yıl orada yaşayanlar vardı, hapishane gibi. Toplumun dışında kurulmuş bir sistem. Yani komplet sistem, Gutschein, uygulama, işte rasist uygulamalar günlük yaşamda, bunların hepsini topladığında izolasyon koşulu içinde tutuluyor insanlar. Ve insanların psikolojisi bozuluyor. Bir kişi intihar etti mesela, öldü bir lagada. Biz o zaman bu yürüyüşü yaptık. 15 yıl hapiste kaldım ben Türkiye'de. Fünfsin yar. Bundan sonra hapisten çıktım ama ömür boyu hapis cezası verdiler bana, Langsleben. O yüzden Yunanistan'a gittim, kaçtım. Orada da tutuklandım, 3 ay. Orada da açlık grevi yaptım, çıktım buraya geldim. Hanover'in dışına çıkamıyorsun. Bu da bir hapishane, yani duvar çekmemiş ama kanunlar çıkarmış. Öyle kanunlar çıkarmış ki sen bir yerde yaşamak zorundasın. İstediğin yerde yaşayamazsın. Ben mesela gittim Aslan'da Behörde'ye, dedim ben gazeteciyim. Araştırma yapmak istiyorum Berlin şehriyle ilgili. Yazı yazmak istiyorum. Gidemezsin diyor mesela. Yani benim kültürel özgürlüğüm yok, seyahat etme özgürlüğüm yok. Serbest dolaşım hakkım yok. To abolish resident fridge. This is our main point on deportation. Many and last about a few months ago they deport one guy from Heim. He have a court hearing. He have court hearing next week, then they deport him on Saturday. He have court hearing on Monday, they deport him on Sunday. So it's very, very bad. They don't hear him out. They don't know what he's passing through in Africa before he came here. They don't know how he came here. And the police brutality, when police see you, when police see you, maybe you travel to your state, to another state, police will control you, asking about advice. There will be a lot of people there. When they see black, they have to control the black. This is a racism. İnsanların buraya gelmesinin nedeni bu sistem. Çünkü gidiyor Afganistan'ı bombalıyor, Irak'ı bombalıyor, şimdi Mali'yi bombalıyor mesela Fransa. Bu insanlar ne yapacak, nereye gidecek? Buralara gelecek. Ve buraya geldiği zaman da bu insanlara rasist uygulamalar yapıyorlar. Yani suçlu bu insanlar değil. Suçlu sistem. Biz sisteme karşı mücadele ediyoruz. Heute demonstrieren die Aktivistinnen und Aktivisten vor der griechischen und der französischen Botschaft gegen die europäische Flüchtlingspolitik. Unterstützung bekommen sie von politischen Initiativen und Einzelpersonen. Und ich war auch mal Refugee, inzwischen habe ich einen deutschen Pass. Aber ich weiß halt, dass die rassistischen Gesetze von rassistischen Menschen gemacht werden und die nicht automatisch aufhören, nur weil man einen deutschen Pass hat oder weil Gesetze vielleicht geändert werden. Ich denke, dass sich in der Bevölkerung was ändern muss und deshalb bin ich hier. Nach Gesprächen mit dem Kreuzberger Bürgermeister Franz Schulz dürfen die Flüchtlinge zumindest bis März bleiben. Ihre Forderungen wurden bisher nicht erfüllt.
Aufgeben werden sie trotzdem nicht so schnell. For me, I'm here, I'm ready to fight. So I'll never get down. I'll never give up. Komşular nasıl yardım edebiliyor? Yani onlar nasıl yardım edeceğine kendileri karar verir. Çünkü biz direniş yapıyoruz ama burada bize işte giyecek getiriyorlar. Evlerinde duş yapmaya gidiyoruz veya al burada telefon hani isteyen insanların mutfak komitesinde yer alıyorlar. İnfo da bekliyorlar. Sekürtülük yapıyorlar burada. Değişik biçimlerde destekliyorlar bizi. Bizi destekleyenlerin sayısı fazla Kırgızbek'te. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann findet ihr weitere Informationen wie immer auf unserer Website www.draufsicht.org oder ihr schaut einfach mal selbst im Camp vorbei. Ausgrenzung und Diskriminierung. Damit werden Migranten auf der ganzen Welt konfrontiert. Zwar gibt es in einigen Ländern, so auch in Deutschland, Regelungen und Gesetze, die die Benachteiligung von Migranten verhindern sollen. Trotzdem ist Rassismus auch hier ein Thema. Die Betroffenen leiden natürlich unter solchen Anfeindungen. Hilfe könnte für manche ein sogenanntes Empowerment-Training bieten. Migrantinnen und Migranten werden hierbei darin geschult, mit den seelischen Folgen von rassistischen Anfeindungen besser umzugehen. Das wollten wir uns genauer ansehen und haben uns mit Empowerment-Trainerin Pascal Rotter in Berlin getroffen. Rassismus und Diskriminierung bleiben oft nicht ohne Folgen. Es gibt jedoch weder Gesetze noch Institutionen, die den Betroffenen helfen können, mit dem psychischen Druck fertig zu werden. Eine Alternative bietet Empowerment, also den Entmachteten wieder ein Gefühl der Stärke zu geben. Pascal Rotter, Empowerment-Trainerin aus Berlin, spricht über ihre Erfahrungen. Also ich denke, es gibt keine typische TeilnehmerIn von Empowerment-Workshops. Es sind sehr unterschiedliche Leute. Was die allerdings alle gemeinsam haben, die Leute, die Empowerment-Trainings, Empowerment-Workshops besuchen, ist der gemeinsame Erfahrungshorizont von Rassismus in Deutschland. Und das kann sehr unterschiedlich sein, ob ich jetzt der Afrodeutsche bin, der in der dritten Generation in Deutschland lebt, oder die junge Muslima, die in Deutschland geboren ist und ein Kopftuch trägt, oder der Sohn von libanesischen Flüchtenden, die seit kurzer Zeit erst in Deutschland sind. Dennoch ist die gemeinsame Klammer tagtäglich, also in Form vom Alltagsrassismus oder strukturell in der Besuch von der Arbeitsagentur, vom Jobcenter, von der Ausländerbehörde, mit Rassismus konfrontiert zu sein. Also das ist halt auch ein Teil des Rassismus, ne? Dass ich als, wenn ich weiß, deutsch positioniert bin, den schlicht und einfach gut ausblenden kann. Also ich bin nicht auf irgendeine Art und Weise markiert, ob jetzt über Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, Kopftuch oder was auch immer. Und ich mache einfach diese Erfahrungen nicht. So, das heißt, es ist insofern gar nicht vorstellbar, was ich als Mensch of Color oder als schwarzer Mensch oder Migrantin, die markiert ist, in Deutschland erlebe. Und das ist wahrscheinlich auch dann schwer zu verstehen. Ich kann da nur empfehlen, einfach zuzuhören und die Erfahrungen, die Menschen teilen, anzuerkennen und zu respektieren. Das heißt, Rassismus, Erfahrung in Deutschland ist etwas sehr Alltägliches, es ist etwas Strukturelles, es ist etwas, was sich immer wiederholt, was immer wieder in die gleiche Kerbe schlägt, sich auf ganz unterschiedliche Arten äußert, von unfreundlichen bis hin zu feindlichen Blicken, über nicht bedient zu werden, über Grenzüberschreitungen, dass man angefasst wird oder einem in die Haare gefasst wird, bis hin zu bespuckt werden, geschlagen werden, ermordet werden. Also ich muss auch als weißer deutscher Mensch eigentlich auch nur in die Zeitung gucken, um zu erfahren, was Menschen, die nicht weiß und deutsch sind, in Deutschland erleben. Also als psychische Folgen von Rassismuserfahrungen, da hat Ayim in den 80er Jahren einen sehr guten Text geschrieben, afrodeutsche Poetin und Logopädin. Und der Text heißt Weißer Stress und schwarze Nerven. Das war in dem Buch Farbe bekennen, afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte. Und da hat sie beschrieben, was eigentlich alltägliche Rassismuserfahrung macht mit einem. Also es ist ein permanenter Stresslevel. Du bist tagtäglich und permanent eigentlich damit beschäftigt, wie andere mit dir umgehen, auf dich zugehen oder nicht mit dir umgehen.
und wie du diese Erfahrungen vor allem bewältigen kannst. Und das, was ich mitbekomme, also sowohl aus eigener Erfahrung als auch aus den vielen Teilnehmerinnen von Empowerment-Workshops, ist sehr viel Ohnmachtsgefühl, Hoffnungslosigkeit, Resignation und Wut auch. Also so dieses, okay, was kann ich denn jetzt machen, was soll ich denn jetzt machen mit diesen ganzen Erfahrungen? Und im generell ein Gefühl von Erschöpfung, also das sehe ich sehr oft. Also die Sinnvernetzung für mich, also tatsächlich raus aus der Isolation im Sinne von, also es gibt ja viele schwarze deutsche Menschen, die sehr isoliert aufgewachsen sind und ihre Erfahrungen gar nicht teilen konnten und wenn sie sie geteilt haben, dann wurden sie irgendwie abgetan oder man sollte nicht so empfindlich sein. Aber auch Menschen, die sehr stark in Communities eingebunden sind, dass darüber gesprochen wird. Also, dass ich mich vernetze, dass ich darüber spreche, nicht verstumme, sondern immer wieder die Dinge, die mir passieren, anspreche und mit anderen gemeinsam Lösungen entwickle. Also, das ist so für mich der erste Schritt. Ein weiterer Schritt ist auch tatsächlich anerkennen, dass das eine Realität ist, unter der ich, mit der ich konfrontiert bin, ob ich will oder nicht. Ne? Also es lässt sich nicht verdrängen, lässt sich nicht ausblenden. Also das erstmal anzuerkennen, dass es eine Realität ist und dann ganz gezielt mir Schutzräume oder Empowerment-Räume suchen, also Räume, in denen es mir gut geht und in denen ich es mir gut gehen lasse mit anderen gemeinsam, indem wir die Dinge, die uns Kraft schenken, unsere Kraftquellen aktivieren und zelebrieren. Also wenn ich sofort handeln will, ist ein guter Ausgangspunkt auf jeden Fall zum Beispiel die Website der Braune Mob. Das ist eine Media Watch Organisation, die rassistische Entgleisungen in Deutschland im Bereich Medien dokumentiert, aber darüber hinaus auch den Anspruch hat, sehr viel empowerndes Wissen zur Verfügung zu stellen. Und da kann ich mich dann weiter klicken. Und es gibt sehr viele verschiedene Organisationen. ADNB fällt mir nur zum Beispiel ein, Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin-Brandenburg, die auch Beratung anbieten. Ist, glaube ich, aber was für alle gemeinsam ist, ist so dieses wirklich auf sich achten, also auf mich achten, schauen, was macht Rassismus mit mir und was mache ich damit. Und dann versuchen, aus diesen Automatismen rauszukommen und ganz gezielt mich auf die Kraftquellen zu konzentrieren in meinem Leben und ganz gezielt zu schauen, was sind eigentlich so kleine Empowerment-Räume, in denen ich mich dann nachher gut fühle und nicht geschwächt. Aktuelle Empowerment-Seminarangebote findet ihr auf der Website des Antidiskriminierungsnetzwerks und auf dem Blog der Braune Mob. Das war die heutige Ausgabe von Draufsicht zum Thema Migration. Wir sehen uns in der nächsten Sendung. Wenn ihr wollt. Bis dahin.